Genau, also das Thema für den heutigen Abend, ich gebe Gas, ich will Spaß. Und ich denke mir so, beim Thema Spaß, da ist Kirche ja in meinen Augen eigentlich die letzte Adresse. Wenn ich Spaß haben will, dann gibt es gewisse Orte, wo ich hingehen kann, sei es die Diskothek oder eine Kneipe oder sonst wo. Aber wenn jemand Spaß will, kommt er kaum auf den Gedanken, in die Kirche zu gehen. Und so ähnlich war das auch in meinen Kindheitsjahren, so ähnlich habe ich das auch erlebt als kleiner Junge, damals 10, 12 Jahre alt, ich bin in Ostfriesland groß geworden, auf einem Bauernhof und in meiner Familie, meine Mutter war gläubig, sie war eine gläubige Christin und sie ist regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Mein Vater hatte mit dem Glauben nicht viel am Hut, der ging sonntags nicht in die Kirche, der blieb zu Hause. Und man kann sich natürlich vorstellen, als kleiner Junge bleibt man lieber mit Papa am Sonntag, als dass man in die Kirche geht. Aber manchmal war ich natürlich dann auch mit Mama unterwegs. Und das war so für mich so ein großer Kontrast immer zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Mein Vater war auch Jäger und ich habe mich immer gefreut, wenn mein Vater dann auf Yacht ging, besonders im Herbst, wenn dann die Treibjachten waren, dann durfte man mit als kleiner Junge. Und abends wurde dann immer, kamen die Jäger alle zusammen und dann wurde um die Tiere geknobelt und dann saß man halt zusammen. Und das waren immer sehr lustige Abende. Da wurde ordentlich geraucht, die ganze Bude war verqualmt, es wurde ordentlich Alkohol getrunken und Schnaps und man hat Witze erzählt, die darf man hier gar nicht erwähnen. Aber jeder hat laut gelacht und es war immer so eine ausgelassene Stimmung und es war irgendwie Feiern, es war Knobeln und es war irgendwie Leben in der Bude. Und das fand ich immer irgendwie ganz toll. Und wenn ich dann so am Sonntag mit meiner Mutter im Gottesdienst war, ja, dann saß ich da und dann haben wir irgendwelche langweiligen Lieder aus Gesangbüchern gesungen mit Worten, die ich teilweise nicht verstanden habe. Dann gab es eine Predigt, die ich mir irgendwie ja, versucht habe anzuhören, aber meistens hat mich das Ganze abgehängt, weil es irgendwie in meinem Leben alles nichts zu tun hatte. Da wurde von Zöllnern gesprochen und von irgendwelchen Prostituierten, mit denen ich nur einfach nichts zu tun hatte in dem Alter. Ich konnte mir die Leute nichts vorstellen. Und es war alles irgendwie so weltfremd und so langweilig für mich. Und meistens gab es danach dem Gottesdienst noch Kaffee und Kuchen. Da wurde dann sich angeregt unterhalten, zumindest die Erwachsenen. Aber es wurde irgendwie nicht gelacht und da war auch keine richtige Stimmung da in der Bude. Und da habe ich schon so als kleiner Junge mal diesen Vergleich gehabt und für mich war immer so, wenn ich Spaß haben wollte, wenn ich das Leben wollte, dann musste ich mit meinem Vater raus zu den Jägern, da ging was, aber Kirche war für mich immer langweilig. Und ich habe das dann auch in meinen Teenie-Jahren so ein bisschen erlebt, dass Christen eigentlich in meinen Augen immer so eine Spaßbremse waren. Alles, was ich immer irgendwie so wollte, ich gab so manche Dinge in meinem Leben, das weiß ich noch, die hat meine Mutter mir damals verboten, ja. Einmal wollte ich so eine CD haben, das weiß ich wohl noch von Genesis damals. Phil Collins, wer das noch kennt aus den 80ern. Ja, so alt bin ich schon, unglaublich. Ja. Und ich weiß noch, meine Mutter hatte da mit einer anderen Frau da aus der Gemeinde geredet, hat sich tierisch aufgeregt und ja, der Mann wäre geschieden und das wäre ja alles weltlich und bloß nicht. Und dann durfte ich mir diese CD nicht kaufen. Und ich habe gekocht, ich hatte so eine Wut. Dann gab es noch so ein paar andere Dinge und wo ich einfach gemerkt habe, so ey, die Christen, ja, die sind irgendwie komisch, die verbieten alles, was Spaß macht. Und habe ich mich innerlich eigentlich von der Kirche verabschiedet. Ich habe gesagt, mit diesem Laden will ich nichts zu tun haben. Und war ziemlich negativ gegenüber Kirche eingestellt, Gemeinde. Und das habe ich dann auch alles so ein bisschen auf Gott übertragen, weil ich mir oft gesagt habe, naja, wenn die Kirche so ist, die Christen so ist, wo kommt denn das her? Das kommt ja letztendlich von Gott. Irgendwie habe ich doch immer so an Gott geglaubt, irgendwie fand ich Gott auch cool, aber so irgendwie war ich da so ein bisschen enttäuscht und bin da auf Abstand gegangen. Und ich glaube, dass es vielen Menschen heutzutage so geht, dass Menschen, die mit Kirche in Berührung kommen, oft den Eindruck haben, alles, was irgendwie Spaß macht, das kommt vom Teufel, das ist immer alles irgendwie Sünde und das darf man nicht. Spaß, Freude, glücklich sein, das gehört irgendwie zum Leben mit dazu. Irgendwie ist das tief in uns drin, dass wir Menschen Zeiten brauchen, wo wir ausgelassen sein können, wo wir mal feiern können, wo wir Freude haben können, wo wir Spaß haben können, wo wir ausgelassen sein können, wo wir lachen können. Das brauchen wir. Das ist schon als Kinder so. Kinder sind ja sehr spaßorientierte Wesen. Ja, wenn die nachmittags von der Schule kommen, dann interessiert die nicht, wie wichtig Hausaufgaben sind. Ja, die spielen halt lieber Fußball und bolzen draus mit den Freunden, weil es halt Spaß macht. Ja, die spielen auch lieber Wii oder irgendein anderes Computerspiel, weil es macht nun einmal mehr Spaß als Mathematik. Wem kann man es verübeln? Ja, Kinder gehen nach Spaß. Denen interessiert nicht, was gerade wichtig ist oder
wie die Noten sind, sondern da muss man als Erwachsener mal so ein bisschen nachhelfen und die Kinder so auf den richtigen Weg bringen. Und wir bringen unseren Kindern ja schon dann relativ früh auch bei, hör mal, ja, dass du gute Noten hast, dass du erfolgreich bist in der Schule, ist wichtig für dein späteres Leben. Denn wenn du da glücklich sein willst, dann musst du jetzt was leisten. Wenn du jetzt Erfolg in der Schule hast, wenn du jetzt gute Noten hast, dann hast du später in deinem Leben sehr viel größere Chancen, dass du glücklich wirst und dein Leben genießen kannst. Fängt an, dass du in der Grundschule, in der normalen Schule gute Noten hast und wenn du nachher dann nach der 10. Klasse guten Abschluss hast, dann kannst du das Abi machen. Wenn du dein Abi hast, dann kannst du studieren. Und wenn du studieren kannst, dann hast du jede Menge Möglichkeiten. Und wenn dann NC auch noch super ist und du dich sehr angestrengt hast und sehr erfolgreich warst mit guten Noten, dann hast du sogar noch mehr Möglichkeiten, weil kannst du dir aus allen Studiengängen, die es gibt, aussuchen, was du machen möchtest. Und wenn du dann einen guten Beruf hast, wo du eine Menge Geld verdienen kannst, dann bist du abgesichert und dann kannst du das Leben genießen und dann kannst du glücklich sein. Und so vermitteln wir schon in jungen Jahren eigentlich unseren Kindern, dass wenn du später glücklich sein willst oder wenn du Spaß haben willst, dann musst du Erfolg haben in der Schule. Da musst du einen guten Beruf haben, wo du erfolgreich sein kannst, damit du Geld verdienst, damit du dir den Weg öffnen kannst, das leisten kannst, was für ein Leben, das glücklich ist und Spaß macht, leisten kannst. Und oft ist das so, dass wenn unsere Kinder erfolgreich sind, dass wir sie dann auch belohnen. Wenn Kinder ein gutes Zeugnis nach Hause bringen, eine Menge Einsen haben, dann gibt es vielleicht 10 Euro für eine 1 und 5 Euro für eine 2, für eine 3 und eine 4 gibt es gar nichts mehr. Und solche Spielchen machen wir dann mit unseren Kindern, um sie zu ermutigen. Das will ich auch nicht verurteilen, ist ja nicht falsch, ist auch nicht schlimm. Aber was damit passiert ist, dass wir heutzutage unseren Kindern schon früh beibringen, dass wenn du glücklich sein willst in deinem Leben, wenn du das Leben genießen willst, dann musst du auf der anderen Seite Erfolg haben, weil Erfolg ermöglicht dir das. Und das merken wir auch, wenn wir allein an dieses Wort Erfolg denken. Dieses Wort Erfolg ist ja sehr positiv bei uns belegt. Da kommen ja jede Menge Gedanken drauf. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr das Wort Erfolg hört, aber ich kann mir vorstellen, bei vielen Menschen kommen dann so ein Haus am Strand in Spanien, eine Villa, Lamborghini, Porsche fahren, viel Geld, berühmt sein, Anerkennung. Man kann sich leisten, was man will. Und mit Erfolg verbinden wir automatisch, dass man dann auch glücklich ist. Menschen, die Erfolg haben, so denken wir zumindest immer, das sind Menschen, die glücklich sind, weil die haben ja dann alles. So ähnlich wie Alex das auch dann erzählt hat, ja, wenn man so alles erreicht hat, was man will, man hat die Anerkennung seiner Freunde, im Falle eines Mannes hat man denen eben auch die Aufmerksamkeit der Frauen, des anderen Geschlechts und, dann muss man doch eigentlich glücklich sein, wenn man alles erreicht hat. Aber das Verrückte ist, wenn wir in diese Welt mal genau hineinschauen, wenn wir auch mal in das Leben von Menschen hineinschauen, die genau alles erreicht haben, dann merken wir oft, dass es eben nicht dazu führt. Dass erfolgreich sein nicht unbedingt bedeutet, dass jemand deswegen auch glücklich ist. Und oft ist sogar genau das Gegenteil der Fall. 1989 wurde in Schweden ein junger Mann geboren, der ist unter dem Namen Avicii bekannt. Die junge Generation kennt ihn auf jeden Fall, die älteren vielleicht nicht mehr. Avicii war ein sehr erfolgreicher junger Mann, ein Künstler, der in der Musikbranche tätig war, hat unheimlich Erfolg gehabt, hat im Vorfeld schon viele Lieder geschrieben, komponiert, die erfolgreich waren, aber so seinen richtigen Durchbruch hatte er mit dem Lied Wake Me Up. Und gleich kam noch ein zweiter Titel hinterher, der hieß Hey Brother. Und diese Lieder, die liefen im Radio rauf und runter, als die aktuell waren, das ist noch nicht so lange her, und hielten sich für Wochen in den Charts, brachen auch einige Verkaufsrekorde und über Nacht war dieser junge Mann berühmt. Jeder kannte ihn, auch heutzutage auf den meisten Partys geht es ohne Avicii nicht. Da werden seine Lieder gespielt. Über Nacht war er ein Superstar, überall war er abgebildet, er tauchte im Internet auf, in den Medien, in Zeitschriften. Avicii war bekannt, jeder kannte seine Songs, jeder konnte sie mitsingen. Er machte eine Menge Kohle. Er wurde eingeladen zu berühmten Konzerten, zu berühmten Stars. Und dann im letzten Jahr, im April, auf einmal die Meldung, Avicii ist tot. Er war noch keine 40.
Er wurde eines Tages tot im Königspalast der omanischen Familie, also im Oman, dort im Königspalast, wo er eingeladen war als Gast, wurde er tot aufgefunden. Die Polizei untersuchte seinen Fall gründlich und es war relativ eindeutig, dass man Fremdverschulden ausschließen kann. Das heißt, es war klar, Avicii hat sich umgebracht. Man hat nie genau bekannt gegeben, wie es passiert ist, um die Familie zu schützen. Aber eine Woche später gab die Familie eine Erklärung raus, einen Nachruf. Und da haben sie nur diesen Satz gesagt, oder diese drei Sätze. Er hat sehr viel gerungen im Nachdenken über den Sinn und das Leben und das Glück. Am Ende hat er es nicht mehr geschafft. Er wollte nur noch Frieden. Er hat sein Leben lang danach gerungen im Nachdenken darüber, über den Sinn des Lebens, über das Leben selbst und über das Glück, weil er es anscheinend nicht hatte. Dieser junge Mann, der so erfolgreich war, den jeder kannte, auf der ganzen Welt hörte man seine Musik, der Millionen Euro verdient hat mit seinen Songs, der begehrt war in der Frauenwelt, der nun wirklich alles hatte, was man sich wünschen konnte. Und dieser junge Mann bringt sich um, weil er eben nicht glücklich war. Weil er eben innere Leere verspürt hat. Weil der ganze Erfolg ihm nicht das gegeben hat, wonach er gesucht hat. Und der einzige Ausweg, den er noch gesehen hat, war, sich umzubringen. Und dieser Avicii ist ja kein Einzelfall. Amy Winehouse zum Beispiel, auch eine bekannte Sängerin, die sich umgebracht hat. Heath Ledger, ein bekannter Schauspieler, auch in jungen Jahren sich das Leben genommen. Es gibt eine Unmenge an Menschen, Sportlern, Schauspieler, Musiker, die so viel Erfolg gehabt haben und die dann ab dem Höhepunkt ihrer Karriere, wo es dann plötzlich nur noch bergab ging, wo manchmal nur noch Zerbruch da war in den Ehen, Drogenabhängigkeiten, Medikamentenabhängigkeiten und dann teilweise eben auch Selbstmord. Und hier merken wir, dass erfolgreich sein nicht automatisch auch bedeutet, dass ein Mensch glücklich ist. Hier merken wir, dass wenn man es schafft, Millionen von Euro anzuhäufen, dass das noch lange nicht bedeutet, dass man ein erfülltes Leben hat. Was heißt denn eigentlich Erfolg? Woran lässt sich das denn messen? Ist es erfolgreich, wenn ein junger Mann auf einer Bühne steht, in einem großen Stadion, 50.000 Menschen ihm zuhören, wie er seine Lieder vorsingt und am Ende einen riesen Applaus bekommt? Oder ein junger Mann, der ganz normal an einem Abend mit seinen 5 Freunden abhängt, zusammen Bier trinkt, Champions League guckt, ein paar Witze reißt und abends erfüllt nach Hause geht? Das eine bewerten wir als Erfolg, das andere nicht. Das, was wir als Erfolg bewerten, lässt die Menschen oft leer und einsam zurück. Der andere, den wir nicht als erfolgreich bezeichnen würden, der geht erfüllt von seinem Arm mit seinen Buddies nach Hause. Der ist glücklich und der nicht, obwohl der eine Erfolg hat und der andere nicht. Woran messen wir Erfolg? Wer kann sagen, was mehr wert ist? Das 5-Sterne-Hotel auf Malibu Beach? Oder wenn man abends nach Hause kommt, 2 Kinderarme, die sich um einen schlingen und sagen, Papa, ich hab dich lieb. Was ist Erfolg? Woran wollen wir das messen? Kann es sein, dass wir in unserem Leben den falschen Dingen nachjagen? Dass wir Gas geben und das Glück und die Lebenserfüllung gerade in diesen falschen Dingen suchen, da wo wir es nicht finden können? Und das Verrückte ist, dass wir das oft irgendwie nicht zu begreifen scheinen. Und meistens erkennen nur die Menschen die Wahrheit, die alles erreichen und dann ist es oft schon ein Punkt, wo es manchmal dann zu spät ist. Wir Deutschen sind ja sehr bekannt für unsere Strebsamkeit, für unsere Arbeitsmoral. Dadurch sind wir weltweit bekannt, man bewundert uns dafür und man muss natürlich sagen, wir haben uns natürlich auch durch unsere Arbeitsmoral erheblich was aufgebaut. Wir leben in einem Land, in dem wir einen Luxus haben, der, ich würde sagen, in der Weltgeschichte und auch heutzutage im Vergleich zu vielen anderen Ländern einzigartig. Wir haben einen Standard landesweit gesehen, den es in anderen Ländern bei weitem nicht gibt. Mit wenigen Ausnahmen in Europa vielleicht noch. Ja, wir arbeiten.
Wir arbeiten, weil wir irgendwie automatisch wissen, mit Arbeit, wenn wir Erfolg haben in Arbeit, damit verbinden wir auch automatisch ein glückliches Leben. Weil wer arbeitet, wer Geld verdient, der eröffnet sich den Weg zum Glück. Und das ist die große Frage, ich weiß nicht, ob du die schon mal gestellt hast, die mag vielleicht ein bisschen blöd klingen, aber hast du dich mal gefragt, warum du eigentlich arbeitest? Was ist die Motivation dahinter, dass du arbeitest? Wir Menschen sind so gestrickt, es gibt eigentlich zwei Motivationen, zwei Gründe, aus denen wir heraus etwas tun. Das eine ist Angst und das andere ist Liebe. Das ist in unseren Beziehungen so, das ist auf der Arbeit so, in unseren Hobbys so. So funktionieren wir Menschen. Das, was uns antreibt, ist entweder Angst oder Liebe. Das ist in Beziehungen zum Beispiel so. Ja, kann eine Beziehung wirklich von Liebe getrieben sein, weil man anderen liebt, macht man etwas. Man kann auch in Beziehung etwas machen, weil man Angst hat, dass der andere einen vielleicht verletzt, dass der andere einen verlässt. Und so ähnlich ist das auch mit der Arbeit. Und wir merken das oft nicht. Wenn wir arbeiten, gibt es drei große Grundängste, die Menschen antreiben bei ihrer Arbeit. Das erste ist, wenn wir arbeiten, wir streben nach Sicherheit. Ja, wir wollen Sicherheit. Wir wollen, dass unser Leben, unsere Grundbedürfnisse abgesichert sind. Darum arbeiten wir. Wir wollen sicherstellen, dass jeden Tag genug Essen auf dem Tisch steht, dass unsere Familie, unsere Kinder genug zu essen haben. Wir wollen sicherstellen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Wir wollen sicherstellen, dass wenn wir krank sind, dass wir ins Krankenhaus gehen können, dass wir medizinische Versorgung bekommen. Darum arbeiten wir. Wir wollen abgesichert sein. In vielen Ländern ist das nicht der Fall. Ich erinnere mich noch, vor einigen Tagen habe ich mit einem Freund aus Khartoum telefoniert. Ist auch ein junger Mann, hat eine Familie, drei Kinder. Er lebt dort als Flüchtling, er kommt eigentlich aus dem Südsudan. Er hat mir beschrieben, wie schwer es gerade für ihn ist im Moment. Er ist krank, er hat Probleme mit dem Blutdruck, er braucht Medikamente, die gibt es in Khartoum, nicht im Sudan. Er sagt, die gibt es nur in Ägypten, in Kairo kann er die kriegen, aber die sind so teuer, die kann er sich nicht leisten. Und das heißt, er muss, wie so viele andere Menschen auch, wo dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit nicht abgesichert ist, wo Menschen nicht genug Geld haben für Medikamente, heißt es entweder, man stirbt an Krankheiten, die man in der westlichen Welt so einfach behandeln kann. Wie viele Kinder sterben in Afrika an Malaria, dass man dort eigentlich für 5 Euro kaufen kann. Aber wenn dein Grundleben nicht abgesichert ist und das Geld dafür nicht reicht, dann sterben Menschen dran. Oder man lebt mit Schmerzen. Er muss jede Nacht im Krankenhaus arbeiten, er macht dort Putzdienste, er muss das Krankenhaus putzen, er kriegt so wenig bezahlt, dass es oft einfach nicht reicht. Er sagt, manchmal schlafe ich mit meinen Kindern für 2 Tage ohne etwas zu essen. Und es ist immer so ein bisschen diese Angst, dass wir wollen, dass das Grundbedürfnis von uns abgesichert ist. Und darum arbeiten wir. Aber was uns eigentlich antreibt, das ist eben diese Angst. Das merken wir nur oft nicht. Wenn zum Beispiel jemand am Arbeitsplatz ist und gemobbt wird und vielleicht gerade eine sehr schwere Zeit durchmacht, der hat vielleicht versucht, mit den Leuten zu reden, es ist keine Besserung in Sicht, er merkt, er wird depressiv, wird irgendwie krank, weil das Mobbing zunimmt. Und dann fragt man sich vielleicht, warum kündigt diese Person nicht einfach? Warum steigt die nicht einfach aus, sucht sich was anderes? Und dann wird diese Person sagen, naja, aber wer weiß denn, ob ich in meinem Alter noch was kriege? Der Arbeitsmarkt ist eh schon schlecht. Und was ist, wenn ich keinen Job mehr bekomme? Und plötzlich merken wir, da ist diese Angst. Und das heißt, dass dieser Mensch die ganze Zeit an seinem Arbeitsplatz angetrieben wird, letztendlich von der Angst, dass es in seinem Leben nicht reicht, dass nicht genug da ist, dass die Grundbedürfnisse nicht abgesichert sind. Für die meisten von uns in der westlichen Welt trifft das nicht zu. Die meisten von uns haben wahrscheinlich einen sicheren Job, verdienen mehr als genug Kohle, Essen ist genug da, wir haben unsere Versicherung, all das ist abgesichert. Das Zweite, wonach wir Menschen streben im Beruf, das ist nach Bedeutung, nach Anerkennung. Das hat Alex auch so ein bisschen gesagt, da streben wir nach, nicht nur im alltäglichen Leben, aber auch oft im Beruf. Wir wollen jemand sein. Wir genießen es, wenn wir Macht haben, wenn wir Entscheidungen treffen können, auch über andere Menschen. Wir bauen uns etwas auf. Das heißt, letztendlich haben wir oft Angst vor Bedeutungslosigkeit. Warum schaffen es so viele Firmengründer nicht, wenn sie in Rente kommen, ihre Firma abzugeben? Die schuften bis ans Lebensende. Und manchmal in hohem Alter,
treffen sie nicht mehr gute Entscheidungen und dann wirtschaften sie das alles wieder runter, was sie ihr Leben lang aufgebaut haben. Wo man denkt, meine Güte, warum gibst du es denn nicht ab? Genieß doch dein Rentenalter mit deinen Enkeln, warum schafft er es nicht? Weil er Angst hat. Angst hat, dass wenn er seine Arbeit aufhört, dass er nichts mehr beitragen kann, dass er in die Bedeutungslosigkeit abstürzt. Solange er arbeitet, solange er die Firma leitet, ist er wer. Menschen kennen ihn, Menschen blicken zu ihm auf. Er hat eine Aufgabe. Aber in dem Moment, wo er das loslässt, geht er in die Bedeutungslosigkeit. Das heißt, dieser Mensch arbeitet eigentlich nicht mehr, weil es ihm Spaß macht, sondern das, was ihn antreibt, ist Angst. Oder vielleicht ein junger Manager, der in einer Firma ist, der eine Menge Kohle scheffelt, der aber wahnsinnig viel Druck hat, weil er Überstunden machen muss, weil er Aufgaben gesetzt bekommt, die erledigt werden müssen, der oft ins Wochenende hinein arbeiten muss, der vielleicht eine Familie hat und der darunter leidet, dass er nicht genug Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern hat, der vielleicht auch sieht, in der Ehe kriselt das und man fragt sich, Mensch, Alter, wenn der Beruf dich überfordert, warum gehst du denn nicht raus und machst was anderes? Und wer dann sagt, naja, wenn ich in einen anderen Beruf gehe, verdiene ich vielleicht nicht mehr so viel. Dann falle ich aus der Gesellschaftsschicht heraus, wo ich mir Freundschaften aufgebaut habe. Da muss ich vielleicht in meinem Lebensstil kürzer treten. Und dann merkt man plötzlich, sein gesellschaftlicher Status ist in Gefahr. Er hat Angst, dass er an Bedeutung verliert. Und deswegen geht er nicht raus. Deswegen macht er lieber weiter, arbeitet sich kaputt, riskiert seine Ehe, weil er Angst hat, dass seine Bedeutungslosigkeit abstürzt. Das heißt, dieser junge Mann arbeitet nicht, um zu verdienen, um glücklicher zu werden, sondern dieser Mann arbeitet nur aus Angst. Das, was ihn antreibt in seinem Arbeitsleben, ist die Angst. Und das Dritte ist, wonach wir Menschen streben, und das haben wir gerade schon gesagt, ist dieses Glück. Wir wollen glücklich sein und wir nutzen unsere Arbeit, weil wir glauben, dass wenn wir arbeiten und Geld verdienen, dass wir mit dem, was wir uns verdienen, letztlich glücklich werden können. Und so gibt es viele Menschen, die haben vielleicht keinen Bock auf ihre Arbeit, die quälen sich nur so durch die Arbeit, aber arbeiten sich von einem Wochenende zum anderen durch. Am Wochenende gibt es die Party, da wird wieder gefeiert, da gibt man sich wieder die Kante. Da geht man von einem Fußballspiel zum anderen. Oder man arbeitet das ganze Jahr hin auf seinen Urlaub. Das ist das, worauf man sich freut. Das ist das Highlight des Jahres. Und dann sitzt man seine Stunden im Büro ab und arbeitet und arbeitet, um sich dieses bisschen Lebensglück kaufen zu können. Da arbeitet man für Luxus und für Konsum. Und letztendlich steckt auch da nur eine Angst dahinter, die Angst, dass man im Leben zu kurz kommt. Die Angst, dass man im Leben etwas verpasst. Und das merken wir oft nicht, wenn wir so in unserem Alltag drinnen stecken, in unserer Arbeit. Aber wenn wir anfangen, das mal wirklich zu hinterfragen, dann glaube ich, kommen wir genau an diesen Punkt, wo wir merken, dass wir ganz oft angetrieben werden von einer Angst. Und wisst ihr, was das große Problem ist? Wenn wir von Angst angetrieben werden, dann kommen wir nie an den Punkt, wo wir sagen können, jetzt ist es genug. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt ist der Punkt, wo ich genug habe, wo ich das Leben genießen kann. Wenn Angst mich antreibt, werde ich niemals diesen Punkt erreichen, wo ich sagen kann, jetzt reicht es. Weil die Angst bleibt. Die Angst geht dadurch nicht weg, dass ich mir da etwas erarbeite, sondern die Angst bleibt und treibt mich immer weiter an. Und ich mache mich abhängig von Vorgesetzten, von Menschen, von Firmen, von Systemen und ich arbeite mich kaputt. Und ich schiebe das Glücklichsein immer weiter vor mir her in der Hoffnung, dass ich irgendwann den Punkt erreiche, wo ich sagen kann, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt bin ich glücklich. Und das Fatale dabei ist, wenn wir wirklich jemals diesen Punkt erreichen sollten, wie Menschen wie Avicii das getan haben, dann werden wir auch da merken, da ist nichts. Auch der ganze Erfolg, das ganze Geld, alles, was du dir leistest, macht dich letztendlich nicht glücklich. Die Leere bleibt da. Und was ist das, was unser Leben letztendlich ausfüllen kann? Was ist das, was unserem Leben wirklich Erfüllung geben kann? Und dazu möchte ich mit euch in die Bibel hineinschauen, weil ich glaube, dass die Bibel Antworten darauf hat. Ich glaube, dass diese Sehnsucht danach, nach einem erfüllten Leben, nach Ausgelassenheit, nach Freude, nach Spaß, das ist etwas Gutes. Das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat.
Das Problem ist nur, dass wir Menschen ganz oft in die falsche Richtung rennen und versuchen, dieses Gefühl zu befriedigen an Orten, wo es einfach nicht möglich ist. Als Jesus einmal gepredigt hat, da hat er den Menschen eine Geschichte erzählt. Diese Geschichte könnt ihr nachlesen, wenn ihr das möchtet, in Lukas 15. Das ist ein Gleichnis. Und Jesus hat gesagt, da war mal ein Mann, es war ein tüchtiger Geschäftsmann, hat eine riesengroße Firma aufgebaut, hatte ordentlich Kohle, hatte alles erreicht, was man im Leben so erreichen kann. Und dieser Mann, der hatte zwei Söhne. Die Frau war bei der Geburt des letzten Sohnes gestorben und so war dieser Mann mit seinen zwei Jungs alleine. Und diese beiden Jungs, die waren recht unterschiedlich. Der Älteste war ein sehr gewissenhafter Junge, war in der Schule immer gut dabei, hatte immer gute Noten geschrieben, hat ordentlich gelernt, hat sich angestrengt, hatte einen sehr guten Charakter, war sehr beliebt bei anderen Menschen, hatte einen guten Ruf und er war immer fleißig. Als er sein Studium beendet hatte, stieg er bei seinem Vater mit in die Firma ein, hatte unheimlich Talent, brachte sich gut ein, toller junger Mann. Der jüngste Sohn hingegen war völlig anders. Der hatte nie Bock auf Schule, hat öfters mal die Schule geschwänzt, ohne seinem Vater etwas zu sagen. In den Pausen hat er sich mit anderen Jungs gerauft, hatte grottenschlechte Noten, weil er nie für Tests oder Arbeiten gelernt hatte. Als er mit der Schule fertig war, hatte er auch nicht so richtig Bock auf Studium oder Ausbildung oder was auch immer. Er hing lieber mit seinen Freunden rum, ging auf Partys, hat sich mit Mädels rumgetrieben, hat Drogen genommen, Alkohol getrunken, sich besoffen, sich volle Kante gegeben, hat das Leben in vollen Zügen genossen. Er hatte keinen guten Ruf, was einen auch nicht verwundern sollte. Und eines Tages kam dieser jüngste Sohn zu seinem Vater und sagte: Du Papa, ich habe keinen Bock mehr hier auf zu Hause. Ich möchte raus, ich möchte was vom Leben haben, ich möchte was von der Welt sehen. Ich möchte, dass du mir mein Erbe ausbezahlst. Alles, was ich kriegen würde, wenn du mal stirbst, möchte ich, dass du mir das jetzt schon gibst, damit ich auf eigenen Füßen stehen kann. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Vater nicht sehr begeistert war über diese Anfrage seines Sohnes, aber erstaunlicherweise ließ der Vater sich darauf ein. Er überschrieb seinem Sohn die Hälfte der Aktien seiner Firma. Er teilte das Geld, die Rücklagen, die er hatte für schlechte Zeiten, für die Firma, alles das teilte er auf unter seinen Söhnen. Und auch von seiner Firma teilte einiges auf, einige Zulieferungsfirmen, die auch ihm gehörten, Zuarbeitungsfirmen, alles das gab er und unterstellte er seinem jüngsten Sohn. Und der kurzerhand verkaufte alles, was sein Vater ihm gab. Sämtliche Aktien, alles wurde verkauft, die Zulieferungsfirmen, alles weg. Er machte alles zu Kohle und dann, ohne sich zu verabschieden, zog er von zu Hause aus. Er ging in ein anderes Land und er fing an, das Leben zu genießen und zwar in vollen Zügen, weil Kohle hatte er ja genug. Und es dauerte auch nicht lange, bis sich eine Menge neuer Freunde um ihn geschart hatten, die mit ihm das Leben in vollen Zügen genießten. Er leistete sich alles, worauf er Bock hatte. Er machte Party den ganzen Tag lang. Es gab Alkohol, Champagner vom Feinsten, was man sich vorstellen konnte. Alles, was er wollte, das leistete er sich. Bis eines Tages die Kohle zu Ende war. Es war nichts mehr da. Und von einem Moment auf den anderen verließen ihn plötzlich seine neu gewonnenen Freunde und auf einmal stand er alleine da. Niemand, der ihm mehr half. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als eine Arbeit zu suchen, aber da er ein schlechtes Zeugnis hatte und auch keine gute Qualifikation, wollte ihn einfach niemand einstellen. Und irgendwann landete dieser junge Mann auf der Straße. Er hatte kein Geld mehr, um sich Kleider zu kaufen. Seine Kleider waren zerrissen und stanken, weil er auf der Straße lebte, sich nicht mehr duschen konnte, keine Hygiene mehr. Er saß an den Straßenseiten, um zu betteln. Manchmal ging er zu den Restaurants und wühlte durch die Mülleimer und Tonnen, um das Essen zu finden, was andere Menschen weggeschmissen hatten, weil er so hungrig war, weil es nichts anderes gab. Und eines Tages, als er mit einem Junkies da unter der Brücke saß und fror, weil es schweinekalt war, der erinnerte sich an seinen Vater. Und er dachte sich, Mensch, solange wie ich zu Hause war, da ging es mir doch gut. Da hatte ich alles, was ich brauchte. Und jetzt sitze ich hier unter dieser Brücke und ich leide, ich habe nichts mehr, ich habe Hunger. Und er kam auf diese glorreiche Idee und sagte eigentlich so, ja, selbst die 400 Euro Angestellten von meinem Vater, denen geht es besser als mir gerade.
eigentlich könnte ich doch zurückgehen und zu meinem Vater sagen, Mensch, Papa, kannst du mich nicht anstellen auf 4-Euro-Basis? Dann habe ich zumindest ein Dach über dem Kopf und ich habe was zu essen und es geht mir immer noch besser als jetzt. Und dann stand dieser junge Mann auf und machte sich auf den Heimweg. Was er nicht wusste, ist, dass seit dem Tag, an dem er verschwunden war, war sein Vater ein gebrochener Mann. Der hatte an nichts mehr Freude. Er machte sich Sorgen um seinen Sohn. Er fragte sich, wo sein Sohn gerade ist, ob er überhaupt noch lebte, weil er hatte über Monate hinweg nichts von seinem Sohn gehört. Er liebte seinen Sohn. Und als dieser Mann sah, wie sein Sohn die Einfahrt hinunterkam, rannte er zur Haustür hinaus, lief seinen Sohn entgegen und obwohl dieser Junge völlig stank und verrottet war, umarmte er seinen Sohn, küsste ihn und war überglücklich, dass sein Sohn zurück war. Und dieser Junge, der sich zu Boden schämte, fing an zu stottern und sagte, du Papa, sagt er, das, was ich gemacht habe, das ist unentschuldbar, ja, und kannst du mich nicht einfach als einen deiner Arbeiter einstellen? Und der Vater, der hörte schon gar nicht mehr zu, der rief einen seiner Hausangestellten und sagte, hör zu, lass schon mal das Bad ein, sieh zu, dass du ein paar neue frische Klamotten aufhängst. Ja, mein Sohn ist zurückgekehrt. Dann rief er einen anderen Angestellten und sagte, hör mal zu, ja, ich möchte, dass du eine Riesenfeier organisierst. Sieh zu, dass du einen Catering-Service kriegst, dass du eine Band kriegst, lade meine Angestellten ein, meine Familienangehörige, alle meine Freunde und dann möchte ich zusammen mit den Leuten feiern, dass mein Sohn zurückgekommen ist. Der war verloren, ich habe Monate nichts von ihm gehört und jetzt ist er zurück. Und dann schmeißt dieser Vater eine Riesenfeier. Und an diesem Abend, als hunderte von Gästen da in seinem Saal sind, und ausgelassen feiern, da kommt der älteste Sohn von seiner Dienstreise zurück. Und als er zurückkommt, fragt eine Bedienstete und sagt, Leute, was ist denn hier los? Warum gibt es denn eine Feier? Was habe ich verpasst? Und die sagten, ja, kannst du dir vorstellen, dein Bruder ist zurückgekommen. Und der älteste Sohn ist völlig schockiert und sagt, was? Und mein Vater nimmt diesen Trottel einfach zurück? Und er weigerte sich reinzugehen. Und dann kommt sein Vater zu ihm raus und sagt, hey, was ist los, mein Sohn? Warum kommst du nicht? Und er sagt, Vater, bist du eigentlich völlig bescheuert? Dieser Kerl, der hat dein halbes Vermögen durchgeprasst. Wir haben Aktienanteile verloren, weil er sie einfach verkauft hat. Wir haben finanziell echt zu knabbern gehabt, weil er die ganzen Rücklagen verprasst hat. Und der kommt zurück und du nimmst ihn einfach so auf. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und diese Geschichte, wie ich gerade schon gesagt habe, ist ein Gleichnis, ist ein Vergleich, da ist eine Botschaft da drin. Dieser Vater in dieser Geschichte ist ein Bild für Gott. Und dieser Sohn, der abgehauen ist, der rebelliert hat, das ist ein Bild für uns Menschen, der steht für dich und auch für mich. Dieser Vater hat seinem Sohn das Leben gegeben, hat ihn aufgezogen, hat sich um ihn gekümmert, hat sich in ihn investiert, hat ihm Liebe gezeigt. Und genauso ist das auch mit Gott. Der Grund, warum du lebst, ist, weil Gott dich geschaffen hat. Gott wollte dich. Und Gott liebt dich. Und alles, was du zum Leben brauchst, das hat Gott dir alles gegeben. Du magst zwar gearbeitet haben, aber letztendlich ist alles, was du hast, ein Geschenk von Gott. Ich weiß, in Deutschland sagen wir gerne, da habe ich für gearbeitet, das gehört mir, ja? Oder mein Opa hat früher mal gesagt, wer hart arbeitet, der braucht auch nicht zu darben. Eigentlich ist der Spruch ist Quatsch, wisst ihr das? Das habe ich nämlich in Afrika gemerkt. Die Menschen in Afrika, die arbeiten auch sehr hart. Ich habe Frauen gesehen, die sind 70 Jahre alt, die ackern draußen auf den Feldern, um Getreide und Mais zu sehen, dass wenn der Regen kommt, damit sie genug Mais haben. Aber was ist, wenn der Regen nicht kommt? Wenn alles vertrocknet, dann war die ganze Arbeit umsonst. Die haben auch hart gearbeitet, aber es bleibt nichts dabei übrig. Bei uns ist das so, weil wir in Deutschland ein System geschaffen haben, wo das hinhaut, wo das geht, ja. Aber das ist nicht selbstverständlich. Harte Arbeit zahlt sich eben nicht immer aus. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Alles, was wir zum Leben brauchen, gibt uns Gott, weil er sich um uns kümmert, weil er sich um uns sorgt, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Der Junge hat es nicht wahrgenommen. Alles Gute, was wir im Leben empfangen, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Das hat Gott dir gegeben. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Vater. Er liebt dich. Genauso wie hier in der Geschichte. Das Dumme ist, der Junge hat das nicht erkannt.
der hat nicht gemerkt, diese Liebe des Vaters, der konnte das gar nicht wertschätzen, der hat das irgendwie nie realisiert. Und er hatte gesagt, ich will nur noch eins, ich will raus, ich will unabhängig sein, ich will meine eigene Entscheidung treffen. Und genau das tun wir Menschen doch auch. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann wollen wir doch gar nicht, dass Gott in unser Leben hineinredet. Weil wir misstrauisch sind. Weil wir doch insgeheim irgendwie wissen, dass Gott eine Spaßbremse ist. Weil wir insgeheim immer wieder dieses Gefühl haben, dass Gott in entscheidenden Momenten des Lebens doch nicht da ist und doch nicht macht. Wir verlassen uns lieber auf uns selbst, auf unsere Bildung, also auf unsere Fähigkeiten, als dass wir uns auf Gott verlassen. Genauso hat es der Junge auch gemacht. Und er ist losgegangen. Und hat alles verpasst. Die Bibel sagt uns hier, er lebte in Saus und Braus. Das ist ein interessanter Ausdruck, den die Bibel hier benutzt. Er lebte in Saus und Braus. Das heißt, er hat nicht nur alles verschwendet, sondern er hat letztendlich auch alles verdrängt. Er hat sich benebelt mit Konsum, mit Materialismus, mit Medien, mit Unterhaltung. Er hat sich benebelt mit Partys, mit Alkohol, mit Drogen. Er hat Computerspiele gespielt und sich in eine imaginäre Welt hineinversetzt, um das wahre Leben ein Stück weit verdrängen zu können. Er hat sich von einer Beziehung in die nächste gestürzt, um seine Einsamkeit zu verdrängen. Er lebte in Saus und Braus, weil er diese innere Leere, diese Einsamkeit verdrängen wollte. Er hat das geliebt. Und so machen wir Menschen das. Wir spüren diese innere Leere und wir versuchen sie auszufüllen. Durch Liebe von Menschen, die uns versuchen zu erarbeiten, wie Alex das gemacht hat, durch Anerkennung, dass wir dabei sein wollen, durch Partys, durch Alkohol, durch Drogen. Aber letztendlich merken wir ganz genau, wenn wir diese Feiern alles durchhaben, es bleibt letztendlich immer eine Leere. Dieser junge Mann hat alles verpasst, er hat gelebt in Saus. Er hat die Fragen nach dem Sinn des Lebens nie wirklich zugelassen. Hat sich nie wirklich Gedanken gemacht über den Sinn seines Lebens oder das, was seine Lehre wirklich ausfüllen kann. Denn er hat einfach immer weiter gemacht. Immer weiter drauf, volles Rohr, immer Gas geben, Hauptsache Spaß. Und dann wird es sich am Ende schon irgendwie sein, dass ich sagen kann, am Ende meines Lebens, ich habe ein erfülltes Leben. Und dann bricht das Chaos ein. Ich glaube, das ist ganz genauso auch in unserem Leben, auf der Suche nach Spaß und Erfüllung. Wissen die Grenze zwischen Spaß und Zerbruch, die ist manchmal sehr beieinander. Die Grenze zwischen Erfüllung und Enttäuschung liegt sehr eng beieinander. Und wie oft erleben wir das, dass wir auf der Jagd nach Erfolg und Karriere und Macht und mehr Geld, dass andere wichtige Dinge auf der Strecke bleiben, unsere Familie, unsere Ehe. Da lebt man sich plötzlich mit einem geliebten Menschen auseinander und hat sich nichts mehr zu sagen, die ihr nicht auseinander. Da realisiert man wahrscheinlich erst, wenn die Kinder 16 sind, dass sie schon erwachsen sind, dass man ihr nichts mehr sagen kann. Man fragt sich, was ist aus der Zeit gewesen, wo die Kinder noch klein waren? Was habe ich jemals mit diesen Kindern gemacht? Wo haben wir gemeinsame Erinnerungen? Wo habe ich ihnen Wertschätzung und Liebe gezeigt? Und dann merken wir plötzlich, jetzt ist es zu spät. Wie oft passiert es, dass wir auf Partys sind, dass Menschen in Abhängigkeit geraten, zu Drogen, zu Alkohol und dass letztendlich nur noch Zerbruch da ist. Dass wir enttäuscht sind, Beziehungen, die wir uns hineinstürzen. Und das ist das Fatale dieser Welt, dass wir Menschen auf unserer Suche nach Glück und Erfüllung oft letztendlich nur mehr Enttäuschung und Zerbruch erleben. Innere Leere und Schmerz. Aber nicht das finden, was wir eigentlich suchen. Und dass wir ganz auf dieser Illusion unterliegen, dass wenn wir uns sagen, wenn wir dieses Ziel auch noch erreichen, wenn wir das auch noch haben, wenn ich mir das auch noch, dann bin ich glücklich. Und so schieben unser ganzes Leben diese Illusion vor uns her und sterben letztendlich als Menschen, die niemals ein erfülltes und glückliches Leben wirklich haben. Und genauso ist es auch bei diesen jungen Menschen. Aber dann in dem Moment, wo das Chaos einbricht, wo er auf der Straße landet, wo er alles verloren hat, da heißt es plötzlich, da geht er in sich. Das heißt, hier fängt er das erste Mal an, diese innere Leere, seine Einsamkeit,
zuzulassen und sich diesem zu stellen. Wo er aufhört, davon wegzulaufen. Wo er aufhört, es zu betäuben, zu übertünchen oder zu benebeln, sondern wo er sich mal wirklich diesen Fragen des Lebens stellt. Warum bin ich eigentlich da? Was kann mir wirklich erfülltes Leben geben? Die Bibel sagt uns, er geht in sich. Und das ist auch das, wo wir Menschen so oft zurückschreien, weil wir Angst haben, uns diese Fragen zu stellen. Uns diese innere Leere einzugestehen, weil wir nicht wissen, wo wir suchen wollen, wie wir sie ausfüllen können. Das ist doch das große Dilemma, in dem wir Menschen stecken. Und dann machen wir lieber so weiter wie bisher, so wie alle anderen auch, obwohl wir letztendlich genau wissen, wenn wir ehrlich sind, dass nur noch mehr Zerbruch und Enttäuschung auf uns wartet und diese Leere bleibt. Und manchmal bricht es auf, wenn wir Arbeitslosigkeit erfahren, wenn die Ehekrise da ist, gerade dann, wenn Krisenzeiten sind, dann bricht das manchmal auf. Und eigentlich ist das eine Riesenchance. Weil dann hat man nicht wirklich mal die Möglichkeit, sich diesen Fragen zu stellen und nach der Wahrheit zu fragen und nach der richtigen Antwort zu suchen. Und dieser Junge realisiert etwas. Solange wie ich bei meinem Vater war, hat es mir an nichts gefehlt. Als ich bei meinem Vater war, da waren meine Grundbedürfnisse gesichert. Ich hatte Sicherheit. Mein Vater hat mir Sicherheit gegeben. Und das hat er nie gemerkt. Sein Vater hat ihm Liebe gegeben. Das wusste er wahrscheinlich nicht wertzuschätzen. Aber in dem Moment, wo es wegbrach, da auf einmal hat er das gemerkt. Als er zurückkam, sein Vater hat sich nicht verändert. Er hat sich verändert. Er hat auf einmal erkannt, wer sein Vater wirklich war. Und konnte das wertschätzen, was sein Vater ihm gebracht hat. Und wisst ihr, genauso ist es auch mit uns Menschen. Wir haben uns genau wie dieser verlorene Sohn. So sind auch wir verlorene Söhne und Töchter Gottes. Wir rennen auf der Jagd nach dem Leben. Auf der Jagd nach Erfolg, nach Glücklichsein, nach Erfüllung, rennen wir eigentlich letztendlich von Gott weg. Wir suchen in menschlichen Beziehungen, in der Familie, in Sex, in Geld, in Macht, in Arbeit, in all diesen Dingen suchen wir Befriedigung. Und letztendlich ist das eine Suche, in der wir uns nur noch mehr von Gott entfernen. Wir rennen von Gott weg. Und wisst ihr, genau wie dieser Vater darauf gewartet hat, dass sein Sohn umkehrt, genauso wartet Gott darauf, dass du umkehrst. Dass du an diesen Punkt kommst und du begreifst, dass es nichts in dieser Welt deine innere Leere ausfüllen kann, außer die Liebe Gottes. Dass niemand dir ein erfülltes Leben geben kann, sondern das findest du nur in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott, der lebt und der dich geschaffen hat und der dich liebt. Und genau aus diesem Grund ist Gott Mensch geworden, ist Gott in diese Welt gekommen, in der Person von Jesus Christus. In Jesus Christus ist Gott in diese Welt gekommen, uns Menschen eine Möglichkeit zu geben, dass wir umkehren können und uns mit Gott versöhnen können. Und das ist passiert, als Jesus Christus stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Sünde an einem Kreuz gestorben ist. Jesus hat sich an einem Kreuz nageln lassen. Ist für unsere Schuld, für unser Versagen, für unsere Sünde, ist er ans Kreuz gegangen und ist für das gestorben, was uns von Gott trennt. Für unser Zu-Kurz-Kommen, unseren Familien, dass wir unseren Kindern nicht die Liebe gezeigt haben und sich die Zeit genommen haben für sie, die sie eigentlich brauchen, sondern dass wir andere Prioritäten gesetzt haben. Dass uns Geld verdienen, Arbeit, Karriere wichtiger war als unsere Kinder. Dass wir Menschen ausgenutzt haben, ausgebeutet haben. Ihre Liebe, ihre Zeit, ihre Kraft, damit wir selber mehr vom Leben haben. Unser Habgier, unser Neid, der uns angetrieben hat nach immer mehr, unser Egoismus, all das, all diese Sünde, diese Schuld, für all das ist Jesus am Kreuz gestorben, weil uns genau das von Gott trennt und von seiner Liebe. Das alles hat Jesus mit sich in den Tod gerissen. Und am dritten Tag ist dieser Jesus von den Toten aufgestanden. Jesus Christus lebt, auch heute. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist lebendig. Und durch den Glauben an Jesus Christus können wir Gott begegnen. Durch den Glauben an Jesus Christus begegnet uns Gott als Vater, als ein liebender Vater. Nicht so wie unsere irdischen Väter. Sondern Gott ist ein Vater, der vollkommen gut ist, der liebevoll ist, der geduldig ist, der gnädig ist, der gerne vergibt, der annimmt, der ermutigt, der schenkt.
weil Gott selber ist das Leben, er ist die Fülle, ihm ist die Freude. Und genau das möchte Gott, dass wir ihm begegnen. Er möchte uns diese Fülle schenken, die können wir uns nicht erarbeiten, sondern die schenkt uns Gott einfach. So wie der Vater, der schmeißt ein Riesenfest, der verschenkt einfach alles. Der liebt es zu geben, genauso ist Gott. Und das große Problem ist, weil wir durch unsere Sünde von Gott getrennt sind, tragen wir immer dieses Misstrauen in unserem Herzen, das uns davon abhält, zu Gott zurückzukehren. Dieses Misstrauen, das eigentlich völlig unbegründet ist, dass Gott nicht gut ist. Das ist eine Lüge, das ist nicht wahr. Gott ist gut, Gott ist liebevoll. Er ist wie ein Vater. Und Gott liebt dich. Und er möchte, dass du ein erfülltes Leben hast. Und er möchte, dass du ein erfülltes Leben findest, ohne daran zu zerbrechen, ohne andere Menschen ausnutzen zu müssen. Ohne dich schuldig zu machen. Gott schenkt erfülltes Leben. Das findest du in seiner Gegenwart, in deiner Beziehung mit ihm. Und durch Jesus Christus ist das möglich. Weil durch Jesus Christus bietet Gott dir Vergebung an. Durch den Glauben an Jesus Christus kannst du dich mit Gott versöhnen und kannst seine Liebe erfahren. Der verlorene Sohn ist in sich gegangen und er ist umgedreht. Er hat gemerkt, diesen Kurs, den ich fahre, der ist es nicht. Der läuft vor die Wand. Auch wenn andere Menschen diesen Kurs weiterfahren, wenn seine Freunde diesen Kurs weitergehen, er hat erkannt, dieser Weg ist es nicht. Ich muss umdrehen. Ich muss zurück. Und wenn du heute Abend das erkannt hast, wenn du heute Abend begriffen hast, dass du bislang auf dem falschen Weg gewesen bist, dass dein Lebensstil dich nicht zur Erfüllung bringt, wenn du das begriffen hast, das ist genial, das ist ein Geschenk Gottes. Und dann lade ich dich ein, dass du heute Abend dein Leben mit Gott in Ordnung bringst. Und das kannst du tun, indem du einfach zu Jesus betest, so wie Alex es vorhin auch in seinem Zeugnis erzählt hat. Dass er zu Jesus gebetet hat, ihm seine Schuld bekannt hat, das, was ihn von Gott trennt, und Jesus eingeladen hat, in sein Leben hineinzukommen. Und genauso wie Gebet möchte ich heute Abend mit dir sprechen. Und ich lade dich ein, wir werden jetzt ein Lied singen. Wenn wir dieses Lied singen, lade ich euch dazu ein, aufzustehen. Und während wir dieses Lied singen, darfst du einfach hier nach vorne kommen, dieses Kreuz, symbolisch. Du darfst dich hier vorne hinstellen, du darfst dich auf diese leeren Plätze setzen, aber komm hier einfach an dieses Kreuz. Und nach dem Lied werde ich nochmal nach vorne kommen. Und dann werde ich laut in kurzen Sätzen ein Gebet vorsprechen. Und dieses Gebet soll einfach eine Hilfe sein. Dass du dein Leben mit Gott in Ordnung bringst, dich mit Gott versöhnst und Jesus Christus als dein Herr und dein Land in dein Leben einnimmst.